Ich rufe auf Top 7, die zweite Lesung, Gesetzentwurf Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, 11. Gesetz zur Änderung des Hessischen Schulgesetzes. Mit Top 89, dem Dringlichen Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, Sprachförderung in Kindertagesstätten und Schulen qualitativ verbessern. Und rufe als Erstes Herrn Schwarz von der CDU auf. Herr Schwarz übernimmt auch die Berichterstattung. Ich reiche es Ihnen, Herr Schwarz, da können Sie es vortragen. Frau Präsidentin, herzlichen Dank für die Unterstützung. Ich darf Bericht erstatten. Der Kulturpolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. CDU, Bündnis 90 Die Grünen gegen SPD, AfD, Die Linke, Stimmenthaltung der Freien Demokraten. War das Wort bereits erteilt? Sie haben noch das Wort, Herr. Das ist prima. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, ja, heute in zweiter Lesung eine Veränderung des Hessischen Schulgesetzes mit dem Kernthema zur Einführung verpflichtender Vorlaufkurse. Ich bin dem Kollegen Günter Rudolph dankbar dafür, dass er signalisiert hat, dass auf eine dritte Lesung verzichtet wird. Das zeigt, dass die Anhörung ganz augenscheinlich die gewünschten Erkenntnisse gebracht hat. Ja, Ziel dieses Gesetzes ist es, dass wir alle Kinder, und ich betone alle Kinder, mit hinreichenden Deutschkenntnissen einen guten Schulstart ermöglichen wollen. Das ist das erklärte Ziel. Und, meine Damen und Herren, das ist ein substanzieller Beitrag für Chancengerechtigkeit und Bildungsgerechtigkeit. Und diesen fühlen wir uns verpflichtet. Wie schaut die Praxis aus? Bei der Anmeldung zur Schule eines Kindes, also ein Jahr vor Schulstart, da wird auch im Bereich Deutsch geprüft, ob die Kenntnisse dort ausreichend sind für einen erfolgreichen Schulstart. Ist das nicht der Fall, wird eine Empfehlung ausgesprochen, einen Vorlaufkurs anzusteuern und einen Vorlaufkurs über das Jahr vor der Einschulung zu besuchen. Diese Empfehlung ist gleichwohl freiwillig. Aber wir wissen, dass seit der Einführung dieser Vorlaufkurse, das Jahr 2002, 2003, immerhin 170.000 Kinder haben daran teilgenommen, 97% derer, die daran teilnehmen, dann die Einschulung zur ersten Klasse hinbekommen. Und das zeigt, dass die Vorlaufkurse, die wir in Hessen als erste eingeführt haben, ein großer Erfolg sind. Da freuen wir uns heute drüber. Das ist nämlich ein guter Beitrag für die Grundlage in eine gute Schulkarriere und dann auch in eine Berufskarriere und zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, meine Damen und Herren. Ja, es war eine muntere Debatte 2002, 2003. Da war die Diskussion über Zwangsgermanisierung und da war die Diskussion darüber, rückwärtsgewandte Bildungspolitik und. Spannend ist Folgendes. Mittlerweile haben alle 16 Bundesländer so etwas wie Vorlaufkurse. Nicht alle bezeichnen sie als solche, aber alle 16 Bundesländer haben Vorlaufkurse zur Unterstützung der Kinder vor Schulstart
damit die Deutschkenntnisse dann so sind, dass die Schule und der Schulstart auch gelingen kann. Alle. Und drei, und das ist spannend, sind jetzt sogar vorne weggeprescht. Das sind Nordstaaten, die Stadt, die Hansestadt Hamburg, die hat das begonnen, mit Niedersachsen hat weitergemacht und Schleswig-Holstein ist ebenfalls dabei. Alle haben verpflichtende Vorlaufkurse, auch wenn das nicht überall als solche exakt bezeichnet wird. Ich weiß, in Niedersachsen, lieber Kollege, werden diese im Bereich des Kindergartens angesteuert. Aber in der Sache, da komme ich gleich drauf zu sprechen, in der Sache dient es dem Schulstart, dem gelingenden Schulstart für die Kinder. Und genau darum geht es. Das zeigt, dass das hessische Vorbild fruchtet. Und das zeigt, dass das hessische Vorbild Schule macht, im besten Sinne des Wortes. Und im Übrigen hat das auch die Anhörung ergeben. Eine breite, breite Mehrheit der Anzuhörenden haben sehr deutlich erklärt, dass man es für sinnvoll erachtet, vor der Schule den Kindern die entsprechende Unterstützung zu geben. Trotzdem, ich habe es so wahrgenommen, Sie können das ja gleich noch einmal ausführen, es war noch nicht die vollständige Überzeugung auf Seiten der Linkspartei beim Kollegen der SPD. Die AfD ist aus grundsätzlichen Überlegungen dagegen, aber völlig anders geordnet, völlig anders motiviert. Also kurz und klein, wir kommen auf jeden Fall heute zu dem Ergebnis, dass wir in zweiter Lesung hier zum gewünschten Ziel kommen, nämlich diese Vorlaufkurse zu verpflichtenden Bausteinen in einem ganzheitlichen Sprachförderkonzept zu machen. Und vor allem, es geht ja darum, was ist mit den 5% derer, die wir nicht erreichen mit dem freiwilligen Angebot? Nur um die geht es ja. Um diese 5% geht es. Und mir hat bisher keiner von Ihnen, liebe Kollegin Kula, erklären können, wie Sie diese 5%, das sind ja über 5%, tatsächlich dann motivieren können, diesen Start dann auch so anzunehmen, dass der im eigenen Sinne, im eigenen Interesse auch gelingen kann. Wobei sämtliche Studien, sowohl PISA, IQB, IGLO, alle Studien belegen, dass die Korrelation zwischen Sprache und schulischem Erfolg eindeutig sind. Die 18 Jahre Vorlaufkurse, die wir im Lande Hessen haben, belegen es eindeutig. Das zeigt, wir kommen von Werten, dass insbesondere im Bereich derer, die einen Migrationshintergrund haben, große Schwierigkeiten hatten, teilweise bei der Einschulung, dass 45% vor 18 Jahren noch die erste Klasse wiederholen mussten und dass 20% ohne Schulabschluss die Schule verließen. Diese Zahlen haben wir alle mittlerweile mehr als halbiert. Das zeigt, dass das Sprachförderkonzept mit den Vorlaufkursen sinnvoll ist. Und wir wollen jetzt an diese 5%, gut 5% dran, nämlich die wollen wir nicht im Regen stehen lassen. Uns ist es wichtig, uns ist das nicht egal, wir ignorieren das nicht. Und die Anhörungen haben das im Übrigen auch ergeben. Und deswegen will ich ein Beispiel geben, bzw. Beispiele geben, Frau Präsidentin, von Verbänden, die genau dieses einfordern. Der Elternbund Hessen sagt, der Elternbund unterstützt die Bemühungen der Landesregierung, die deutschen Sprachkenntnisse zugewanderter Kinder bereits vor der Einschulung zu verbessern. Von daher halten wir es für richtig, die Teilnahme an den Vorlaufkursen zur Pflicht zu machen. Eindeutiger geht es nicht. Leibniz-Institut für Bildungssprache, für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Die vom Hessischen Kultusministerium beabsichtigte Änderung betrifft den Ausbau der sekundären Prävention. Dieser wird dafür sorgen, dass die Quote der Kinder, bei denen sich die Sprachentwicklungsverzögerungen zu massiven und therapiebedürftigen Defiziten auswachsen, reduziert. Der Hessische Philologenverband, ich kann die Liste Ihnen gleich noch einmal vortragen, der Hessische Philologenverband, alle Kinder müssen bei Eintritt in die Grundschule ähnliche Voraussetzungen haben, damit sie sich ihren Fähigkeiten entsprechend entwickeln können und nicht benachteiligt werden. Das Beherrschen der Verkehrssprache Deutsch ist die Grundvoraussetzung dafür, dementsprechend guten Schulstart mit verpflichtenden Kursen. Verkürzung des Zitats.
Und Frau Kollegin Kuhle, ich bin gespannt. Wir können gerne gleich mal gemeinsam durchzählen. Da würde ich einen hohen Betrag darauf wetten, dass ich mit meiner Bewertung hier richtig liege. Strich drunter. Vorlaufkurse sind eine wichtige Stellschraube für eine ganzheitliche Sprachförderung, für ein ganzheitliches Sprachförderkonzept. Das beginnt im Elternhaus, das geht weiter in den Kindertagesstätten, frühkindliche Bildung. Ja, ich weiß, Sie kommen gleich mit dem Würzburger Modell, ist eine Möglichkeit, aber nicht ein Ersatz dafür, diese 5% zu erreichen. Wir machen eine zusätzliche Unterrichtsstunde Deutsch an den Grundschulen, die bereits jetzt auch schon zugewiesen ist. Grundwortschatz, Intensivklassen, Alphabetisierungskurse. Und von daher, ich habe von Ihnen ehrlich gesagt keine Ideen gehört, wie diese 5% erreicht werden sollen. Ich habe von Ihnen kein Konzept gehört, wie diese 5% erreicht werden sollen. Die Ablehnung ist aus politischer Überzeugung, das mag sein. Kollegen aus anderen Bundesländern sehen das übrigens anders, sehen das erkennbar anders, die setzen das auch anders um. Aber das ist Ihre Entscheidung. Wir sehen uns der Sache verpflichtet. Wir wollen alle Kindern den gleichen Start, den guten Start in die Schule ermöglichen. Deswegen wollen wir auch genau die Besagten, die eben noch nicht an dem freiwilligen Angebot teilnehmen, dazu motivieren, dieses jetzt zu tun. Lesen, schreiben, zuhören und sprechen, das sind die Grundlagen dafür, dass man eine ordentliche Schulkarriere, eine ordentliche Berufslaufbahn, aber auch eine ordentliche Teilhabe an der Gesellschaft hat. Und von daher ist das ein großer Erfolg. Wir freuen uns, dass wir in zweiter Lesung hoffentlich das dann heute so beschließen können. Unsere Mehrheit steht. Also die zweite Lesung machen wir auf jeden Fall erfolgreich. Aber ich bin mir sicher, das, was der Kollege Rudolph sagt, dass auf eine dritte verzichtet wird, wird dann auch so kommen. Ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit. Als nächstes darf ich Herrn Scholz von der AfD nach vorne bitten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren, spätestens seit der von Wilhelm von Humboldt unterstrichenen Kausalbeziehung zwischen dem Komplexitätsgrad des Denkens, Dankeschön, und dem Entwicklungsgrad der Sprache lässt sich mit Fug und Recht behaupten, wenn die Sprache verödet oder gar in den ersten Jahren beim Kind nicht vollumfänglich ausgebildet wird, dann verödet auch das Denken. Und diese empirisch bestätigte entwicklungspsychologische Hypothese scheint jedoch nicht zur Wissensbasis der Hessischen Landesregierung zu gehören. Daher sind von Ihrer Seite auch keine sachlich adäquaten Handlungsschritte zu erwarten. Es ist somit nicht verwunderlich, dass die linksgrün dominierte Regierungskoalition seit Beginn ihres Bestehens, ja, linksgrün dominiert, ja, Beginn ihres Bestehens der fortschreitenden Verkümmerung der deutschen Kultursprache nicht nur tatenlos zusieht, sondern diese durch offensichtliche Fehlentscheidungen in Form von Scheinlösungen sogar Vorschub leistet. Der Gesetzentwurf, welcher heute zum dritten Mal, zwar in zweiter Lesung, debattiert wird, lässt sich zwanglos in die Reihe sinnfreier Aktivitäten der Landesregierung einordnen und verfolgt den einzigen Zweck. Sehr schön, dass Sie sich, so, Frau Ministerin, so belustigt fühlen. Sehr angenehm. Ich glaube, ich kriege diese Zeit noch dazu. Ja? Bei den zurzeit ohnehin verunsicherten Eltern den Anschein zu erwecken, sich auf besondere fürsorgliche Weise der deutschsprachlichen Bildung ihrer Kinder zu widmen. An dieser Stelle jedoch mein Dank an die Institutionen und Organisationen, welche an der schriftlichen Anhörung aktiv teilnahmen, jedoch trotz ihrer elaborierten pädagogischen Expertise sowie kritisch-konstruktiven Empfehlungen bedauerlicherweise keine qualitative Novellierung des Gesetzentwurfs herbeiführen konnten. Kommen wir zu den Details. Den Vorlaufkursen per Gesetz einen verpflichtenden Charakter zu verleihen und zugleich die Nichtteilnahme nicht effektiv sanktionieren zu können, erschließt sich weder uns noch einem Teil der Angehörten. Exemplarisch hierfür sei der Landesverband Bildung und Erziehung erwähnt. Die Novellierung des Schulgesetzes, ich könnte hier auf der Ministerbank bitte Ruhe herrschen. Das ist aber sehr schön. Danke. So, die Novellierung des Schulgesetzes sieht konkret vor,
Bitte aber trotzdem um ein bisschen mehr Ruhe und auch auf der Regierungsbank. Die damit einhergehende Möglichkeit der Verhängung einer Geldbuße ist nicht zuletzt angesichts der ökonomischen Situation vieler der davon betroffenen Eltern ein denkbar schwaches Schwert, meine Damen und Herren. Herr Minister Lorz, Sie behaupteten bei der Gesetzesnovellierung auch noch die letzten 5% der förderbedürftigen Kinder, das heißt 692 Personen, ins Boot holen zu wollen. Evaluierte Ihre SOR eigentlich im Vorfeld die Gründe für das Fernbleiben dieser Kinder vor den Vorlaufkursen? Diese müssten dann als Teil der Datengrundlage für die Novellierung doch zur Verfügung stehen. Oder sehe ich das falsch? Bedauerlicherweise haben Sie uns diese Information dann leider vorenthalten. Nehmen wir einmal an, dass eine derartige Datenerhebung nicht durchgeführt wurde. Woher nehmen Sie dann die Gewissheit, dass allein die Verpflichtung zum Besuch der Vorlaufkurse zu einer sprungartigen Verbesserung von deren Akzeptanz durch die Eltern führen wird? Sind Sie tatsächlich der Überzeugung, mit einer marginalen Gesetzesnovellierung die Ursachen zunehmender Sprachprobleme effektiv bekämpfen zu können? Zur Erinnerung, 32% der hessischen Kita-Kinder sprechen zu Hause kein Deutsch. 25% der hessischen Erstklässler können aufgrund unzureichender Deutschkenntnisse dem Unterricht nicht folgen. Das Gesundheitsamt der Stadt Offenbach ließ verlautbaren, dass 80% der Kinder mit einem Migrationshintergrund die deutsche Sprache nicht fehlerfrei beherrschen. Kurzum, Sie machen das, was Sie immer gemacht haben. Sie führen kosmetische Operationen an den Symptomen eines Phänomens aus und legen zugleich den Mantel des Schweigens über dessen Ursachen. Nach Meinung diverser Angehörter existieren indes ernsthafte Zweifel darüber, in welchem Grad Vorlaufkurse der bisher praktizierten Art überhaupt geeignet sind, um die zunehmenden Sprachprobleme unserer Kinder abmildern zu können. Bekanntlich vollziehen sich die Entwicklung von Sprache und Denken mittels der aktiven Auseinandersetzung des Kindes mit seiner Umwelt. Die Sprachentwicklung wird erstmals zwischen dem 12. und 18. Lebensmonat in Form von Einwortsätzen offenbar und ist zumeist im Alter von 5 bis 6 Jahren abgeschlossen. Besonders während dieser etwa 4-jährigen Zeitspanne benötigen Kinder feste Bezugspersonen und intensive Zuwendungen. Fehlsteuerungen in dieser Entwicklungsphase können später kaum noch korrigiert werden. Laut Expertenmeinung werden Verzögerungen in der kindlichen Sprachentwicklung oftmals viel zu spät erkannt. Hieraus ergibt sich, es ist viel zu spät, den Starttermin einer Sprachtherapie oder eines Vorlaufkurses in das letzte Jahr vor der Einschulung zu legen. Die stetige Verbesserung des Spracherwerbs beim Kind wird durch Aktivitäten wie regelmäßiges Vorlesen, gegenseitiges Erzählen von Geschichten sowie allgemeiner verbal unterstützte Beschäftigungen nachweislich gefördert. Ja, natürlich. Ja, pädagogisches Studium hätte Ihnen vielleicht auch gut getan. Ne? Altersbedingte Fehler beim Satzbau können hierdurch effektiv vermindert werden. Der Vollzug dieser Maßnahmen bereitet daher das Kind auf den problemlosen Übergang zur Grundschule vor. Gemäß diesen Erkenntnissen besteht der angemessene Ansatz zur Minimierung von Sprachentwicklungsstörungen darin, ein ganzheitliches und durchgängiges Sprachbildungs- und Förderprogramm für den gesamten erwähnten Zeitraum zu konzipieren und allen hessischen Kindern zugänglich zu machen. Die damit verknüpfte enge Verzahnung von Elternhaus, Kita und Schule, begleitet durch die Bereitstellung qualifizierten Personals im Rahmen eines mehrjährigen Prozesses, ist nach unserem Ermessen ein Garant für den effektiven Erwerb der Bildungssprache Deutsch. Von der Realisierung der hierzu notwendigen Rahmenbedingungen ist Hessen jedoch meilenweit entfernt. Betrachten wir hierzu den Zustand der hessischen Kitas. Nach dem aktuellen Ländermonitoring frühkindliche Bildungssysteme der Bertelsmann Stiftung betreut jede Krippenfachkraft 3,8 Kinder. Für Kindergärten liegt die Quote sogar bei 9,6. Die Realität jedoch zeigt, dass 15 bis sogar 20 Kinder pro Betreuungskraft realisiert werden. Gemäß Schilderung der Landesarbeitsgemeinschaft Freier Kinderarbeit Hessen e.V. ist die Personalsituation an vielen hessischen Kitas mit katastrophal zu bewerten. Diese überlaste die Erzieher und beeinträchtige infolgedessen das Wohl der anvertrauten Kinder. Des Weiteren
wird der häufige Einsatz von Berufsanfängern und Quereinsteigern sehr kritisch gesehen, da deren Expertise zur Erfüllung der zu leistenden Aufgabe unzureichend sei. Es kommt noch schlimmer. In Großstädten und insbesondere in deren Brennpunktbezirken sind Kitas und Krippen oft nur reine Aufbewahrungsanstalten, wo die Kinder morgens abgegeben werden und abends wieder abgeholt werden. Über die Sicherung der Aufsichtspflicht hinaus ist an eine individuelle Förderung oder gar an eine Sprachförderung und Sprachbildung überhaupt nicht zu denken. Dies ist die traurige Realität des Jahres 2020 in Hessen, meine Damen und Herren. Laut Bertelsmann Stiftung liegt die kindgerechte Betreuungsrelation bei 3 Krippen und 7,5 Kindergartenplätzen oder Kindergartenkindern. Die beobachtete Diskrepanz zwischen Ist- und Sollzustand demonstriert somit auch in diesem Bereich das Versagen der hessischen Landesregierung eindrücklich. Es verwundert daher auch nicht, dass sich gemäß der aktuellen Studie anlässlich des Deutschen Kita-Leitungskongresses 2020 75% der hessischen Kita-Leiter mit der Arbeit der Landesregierung unzufrieden zeigen. Verehrter Professor, so wie Sie es nicht bewerkstelligt haben, ausreichende Lehrernachwuchs zu generieren, sind Sie auch daran gescheitert, dem ebenso gesellschaftlich wertvollen Beruf des Erziehers in die ihm gebührende Wertschätzung zuteilwerden zu lassen. Der sich verstetigende Mangel an qualifizierten Lehrern und Erziehern zerstört Jahr für Jahr Lebenschancen unserer Kinder und Jugendlichen. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Einbeziehung der Elternhäuser grundlegende, ja existenzielle Bedeutung. Denn durch die aktive Mutter- und Vaterschaft wird die Sprachentwicklung des Kindes am nachhaltigsten gefördert. Demgemäß setzt sich die Alternative für Deutschland seit Beginn an dafür ein, dass Eltern die Möglichkeit eingeräumt wird, ihre Kinder während der ersten Lebensjahre intensiv betreuen zu können. Die staatlichen Organe tragen dafür Sorge, dass sich die Eltern, ohne hierbei finanzielle Nachteile erleiden zu müssen, zwischen Berufstätigkeit und Erwerbspause entscheiden können. Eltern tun ihren Kindern gut, und das gilt nicht nur in Bezug auf die Sprachentwicklung. Das Zusammenwirken von Elternhaus, Krippe und Kita trägt zur Entlastung der Mütter und Väter bei, die sich somit intensiver und individueller Förderung und der Vorbereitung der Kinder auf den Übergang zur Grundschule widmen können. Meine Damen und Herren, die dargelegten Gründe sind unseres Erachtens hinreichend dafür, die einjährigen Vorlaufkurse in der derzeitig praktizierten Form, seien sie nun verpflichtend oder nicht, als pädagogisch ungeeignet abzulehnen. Stattdessen regen wir die Implementierung eines zweijährigen Brückenkurses für den Übergang von der Kita zur Grundschule an und folgen hiermit einem Vorschlag des Angehörtenvereins INSL, wonach das erste Jahr in der Verortung der Kita und das zweite in derjenigen der Grundschule zu liegen hat. Herr Scholz, kommen Sie bitte zum Schluss. Die vorgelegte Gesetzesnovellierung von Schwarz-Grün greift viel zu kurz und wird als nicht zielführend von unserer Fraktion abgelehnt. Dem dringlichen Antrag der FDP stimmen wir gern zu. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion darf ich nun Frau Strube nach vorne bitten. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Heute beraten wir erneut über den Gesetzentwurf mit einem wichtigen Anliegen. Wir wollen kein Kind zurücklassen, verbunden mit der Frage, für wen konkret ist dieses Gesetz jedoch gedacht. Das Anliegen begrüßen wir als SPD-Landtagsfraktion. Dies ist auch unser ureigenstes Anliegen. Wie wir jedoch dorthin kommen, da trennen sich leider unsere Wege. Die Vorlaufkurse, welche bereits auf freiwilliger Basis stattfinden, Sie haben es bereits gesagt, werden von rund 95% der Kinder, die eine Empfehlung hierfür erhalten, auch besucht. Also sind es nur 5% bzw. etwa 700 Kinder, die nicht erreicht werden, jedoch durch dieses Gesetz erreicht werden sollen. Und wahrscheinlich ist es so, dass zum nächstmöglichen Zeitpunkt, wenn man die Kinder dazu verpflichtet, auch gar keine Probleme mehr auftreten.
Nach den Stellungnahmen zu unserer Anhörung ist jedoch immer noch nicht vollständig geklärt, weswegen diese rund 700 Kinder das bestehende Angebot nicht in Anspruch nehmen oder auch nicht in Anspruch nehmen können. Liegt es etwa an der Distanz, weil es vor Ort keine geeigneten Angebote gibt? Oder gibt es Kinder, welche bereits anderswo gefördert werden? Und die Frage, die man ganz ehrlich stellen muss, ist, was wissen Sie überhaupt über diese 700 Kinder? Unser Kultusminister Lorz weiß es nicht, er will es wahrscheinlich auch nicht wissen, und es interessiert ihn auch nicht, denn es geht nicht um die Kinder, geschweige denn um eine bessere Sprachförderung. Es geht lediglich um ein Schaufenstergesetz, das wir heute verabschieden sollen. Die Stellungnahmen, Herr Schwarz, und das habe ich Ihnen auch schon im Ausschuss gesagt, waren bis auf eine leider nur Zustimmung zweiter Klasse. Ja, es haben alle gesagt, wir brauchen Sprachförderung. Aber der Weg dorthin ist einfach schlecht. Und Sie haben uns auch nicht zugehört, was unser Konzept ist, weil wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen es in der Kita verankern und nicht in der Schule. Aber das wiederhole ich heute noch einmal. Ja, wir brauchen Sprachförderung, und wir brauchen Sprachförderung für Bildungserfolg, aber nicht so, wie es hier geplant ist. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Ansonsten erreichen wir diese Kinder und ihre Eltern mit noch 5 weiteren Gesetzentwürfen und noch 10 weiteren Verpflichtungen immer noch nicht, und das wird in Zukunft auch nicht so sein. Auch im Ausschuss konnten Sie, Herr Prof. Dr. Lorz, unsere Fragen nicht beantworten. Sie sagten dort selbst, Frau Strube, wenn wir das wüssten, dann hätten wir es schon anders gemacht. Also, Sie haben keine Daten, und Sie haben auch keine Fakten, was sehr schade ist. Klug wäre es gewesen, die Anzuhörenden und Beteiligten im Vorfeld zu beteiligen, um zunächst einmal zu erörtern, wo es gut läuft und wo es schlecht läuft und insbesondere, warum das eigentlich so ist, um dann gemeinsam im nächsten Schritt an einer gemeinsamen Lösung zu arbeiten. Es wäre auch klug gewesen, weil das kam erst durch die Anhörung raus, die Studie der PH Heidelberg zu diesem Thema abzuwarten, welche Sie eigentlich selber in Auftrag gegeben haben und dafür viel Geld ausgeben. Das wäre gut gewesen, wenn wir die abgewartet hätten. Die Anzuhörenden hatten einige Kritikpunkte, und wenn man sich einmal die Organisation der Kurse einmal näher ansieht, wird Folgendes deutlich. So sagten es auch die Anzuhörenden. Diese macht es den Eltern nicht leicht, sich für einen solchen Kurs für ihr Kind zu entscheiden. Was ist z.B. mit Eltern, die parallel selbst einen Sprachkurs besuchen in der Stadt Kassel und die Kinder wohnen z.B. im Baunatal? Das ist schon ein großes Problem. Oder einen Sprachkurs besuchen möchten. Eltern, die noch weitere kleine Kinder oder andere Familienangehörige zu betreuen haben, oder diejenigen Eltern, die berufstätig sind, was wir ja auch von ihnen am Ende erwarten. Die können ja schlecht zum Arbeitgeber sagen, so, jetzt bringe ich mein Kind mal im Vorlaufkurs und dann komme ich nach 2 Stunden wieder. So funktioniert das nicht. Auch die Frage der Wohnortnähe stellt sich vor allem in einem ländlichen Raum, wenn die Kurse erst ab einer Mindestanzahl zustande kommen und somit Kurse in anderen Gemeinden besucht werden. Ja, wir sehen Handlungsbedarf. Aber wir sehen Handlungsbedarf an anderen Stellen. Und ich möchte das in 4 kurzen Bereichen zusammenfassen. Beteiligung, Beförderung, Fachkräfte und Inklusion. Statt frühzeitig negativ belastete Erfahrungen zwischen Eltern und Schule zu provozieren, denn nichts anderes ist es, erreichen sie mit dem Zwang, gilt es zu beteiligen. Eine weitere verstärkte Information, Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit in engerer Kooperation mit den Kitas kann hierzu gut beitragen, und der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan sieht eine solche Kooperation auch vor. Und ich glaube, sorgen Sie doch erst einmal dafür, dass dafür gute Bedingungen herrschen. So wäre es auch gut gewesen, den Sozialausschuss an diesem Gesetz zu beteiligen. Der zweite Punkt, Beförderung. Es ist gut, dass sich im Gesetzentwurf auch über die Beförderung Gedanken gemacht wurde, wenngleich wieder zu befürchten ist, dass am Ende die Kommunen dafür nicht ausreichend finanziell ausgestattet werden. Allerdings könnte man sich diese an der Stelle auch sparen, wenn ausreichend wohnortnahe Kita-Plätze zur Verfügung stehen würden und die Sprachförderung integrierter Bestandteil eines Kita-Alltags werden. Und im Übrigen macht das Niedersachsen so. Sie siedeln das quasi in der Kita an, und das war auch unsere Forderung im Kulturpolitischen Ausschuss. Nicht sparen sollten wir an gut qualifizierten und ausreichenden Fachkräften, die die Sprachförderung mit den Kindern durchführen. Diese müssen wir ausbilden, einstellen und kontinuierlich weiterqualifizieren. Wir regen hierzu an, dass es sich dabei neben den zusätzlichen Lehrkräften in der Schuleingangsphase
auch um Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertagesstätten handelt, die im Sinne einer Kooperation nach einem abgestimmten Konzept arbeiten. Und als vierter und letzter Punkt müssen wir mit dem Bekenntnis zur Inklusion viel, viel weitergehen, als Gruppen ausgewählter Kinder in Vorlaufkursen zu separieren. Im Sinne einer sekundären Prävention sollten Kinder mit Bedarf an Sprachförderung inklusiv die Bedingungen geboten bekommen, die sie benötigen. Hierzu gehört ein inklusives Konzept in der Kindertagesstätte, und hierzu gehört eine flexible Schuleingangsstufe, die in 1 bis 3 Jahren besucht werden kann und in der ausreichend Ressourcen für die Förderung aller Kinder bereitsteht. Im Rahmen der ersten Lesung sagten Sie, mit der Änderung des Gesetzes verpflichte man nicht nur die Kinder, sondern auch das Land, die Ressourcen für diese Sprachförderung dauerhaft zur Verfügung zu stellen. Und wir sehen das aber anders. Es braucht genau nicht dieses Gesetz und auch keine Pflicht, um Ressourcen zur Sprachförderung aller Kinder und speziell für diese Kinder zur Verfügung zu stellen. Was wir brauchen, ist ein wissenschaftlich fundiertes, organisatorisch für Familien attraktives, inklusives Konzept und Ressourcen zur Ausbildung und Einstellung gut ausgebildeten Fachpersonals. Von der Kita über eine flexible Schuleingangsstufe, die Grundschulzeit bis ins Jugendalter sollen alle erreicht werden. Hier sind wir in der Bringschuld und könnten dies auch mit einem Rechtsanspruch auf eine solche Förderung bekräftigen. Und wie ich es auch schon in der ersten Lesung gesagt habe, wie Sie die 210 Stellen aus dem Gesetzentwurf vor dem Hintergrund des Lehrermangels besetzen wollen, bleibt auch weiter ein spannendes Thema und wahrscheinlich auch ein großes Geheimnis. Eine 1-zu-3-Betreuung wäre ein Traum, ein Wunschgedanke, auch von uns. Aber ich glaube, über Lehrermangel und Attraktivität des Berufes können wir dann noch einmal separat sprechen. Hierfür reichen weder die Redezeit noch der heutige Plenartag. Zusammenfassend wünsche ich uns, den Aktionismus für diese Kinder, die Förderung brauchen, noch einmal in seiner Richtung zu überdenken und würden uns über einen ähnlichen Aktionismus in weiteren Bereichen freuen. Abschließend lehnen wir den vorliegenden Gesetzentwurf immer noch ab, weil angesichts dieser unklaren Problemlage er nicht zielführend für uns erscheint. Dem FDP-Antrag dagegen stimmen wir zu. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächster Redner ist der Abg. Promny für die Fraktion Die Freien Demokraten. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Debatte hat es ja deutlich gemacht. Sprachförderung ist grundlegend, um den Kindern eine gute Bildungsbiografie zu ermöglichen. Und darüber sind sich wohl alle Fraktionen hier im Hohen Haus auch einig. Es stellt sich aber schon die Frage, mit welchen Instrumenten man Kinder mit Bedarf besonders gut sprachlich fördern kann. Und auf diese Frage hatten die Anzuhörenden eine andere Antwort als die Fraktionen CDU und Bündnis 90 die Grünen. Sie schlagen jetzt vor, die sogenannten Vorlaufkurse sollen verpflichtend gemacht werden. Ja, meine Damen und Herren, Vorlaufkurse gibt es bereits. Sie werden von den Kindern besucht, denen bei der Schuleingangsuntersuchung ein Sprachdefizit bescheinigt wird. Die hier vorliegende Änderung bezieht sich auf die 5% der Kinder, die dieser Empfehlung gerade nicht nachkommen. Sie sollen nun verpflichtet werden, diesen Vorlaufkurs zu besuchen. Ja, Herr Kollege Schwarz, das Instrument der Vorlaufkurse gibt es jetzt schon eine ganze Weile. Und das ist auch gut so. Was es aber auch schon lange gibt, ist die Kritik daran. Und diese wurde in der Anhörung von den Expertinnen und Experten auch noch einmal besonders deutlich hervorgehoben. Die regierungstragenden Fraktionen sehen das aus diversen Gründen anders. Und deshalb möchte ich gerne hier von dieser Stelle auch noch einmal zu einem Perspektivwechsel einladen und wiederhole ganz kurz die Kritikpunkte, die Sie offensichtlich in den Stellungnahmen der Anzuhörenden überlesen haben. Aber vorweg noch einmal, auch für uns hat die Sprachförderung grundlegende Bedeutung. Und das sage ich, weil die Kritik an den Plänen der Regierung häufig mit dem Hinweis gekontert wurde, die Sprachförderung sei uns eben einfach nicht so wichtig
wie der Landesregierung und den koalitionstragenden Fraktionen. Da kann ich nur eines sagen, das ist schlicht und ergreifend Unsinn, meine Damen und Herren. Und ich sagte es eingangs schon, Sprachförderung ist grundlegend. Ja, sie ist grundlegend für die Chancengerechtigkeit, sie ist grundlegend für den Bildungserfolg von Kindern und sie ist grundlegend für das gesamte weitere Leben. Über die Art und Weise, wie Sprachförderung am sinnvollsten gestaltet werden kann, lässt sich aber sehr wohl streiten. Und ich werde ganz kurz noch einmal in drei Punkten darauf eingehen. Erstens. Kollegin Strube hat es adressiert. Für die Verpflichtung werden jetzt 210 Stellen vorgesehen. Woher diese Kräfte dann kommen sollen, die diese Stellen besetzen, da schweigt sich der Gesetzentwurf aus und auch unser Kultusminister. Ich bin sehr gespannt, ob er darauf eingeht. Bereits jetzt fehlen nämlich zahlreiche ausgebildete Fachkräfte im Bereich Sprache, in den Kitas wie in den Schulen. Und unklar bleibt, wie sich das durch die Verabschiedung dieses Gesetzes nun plötzlich ändern soll. Unserer Meinung nach ist es sinnvoller, mit den vorgesehenen Ressourcen den Personalschlüssel in den Kindertagesstätten zu verbessern. Und das bringt mich direkt zu meinem zweiten Punkt. Zahlreiche Anzuhörende haben darauf verwiesen, dass kurze Steuerungsphasen in der Sprachförderung gerade nicht zum Erfolg führen. Und genau das sehen aber die Vorlaufkurse vor. Erfolgreicher, so die Experten, wäre eine situations- und praxisbezogener Spracherwerb, der am besten in den Kindertagesstätten gelingt. Es geht darum, dass Kindersprache im täglichen Gespräch in einer vertrauten Umgebung mit bekannten Lehrkräften oder Erzieherinnen oder Erziehern lernen. Eine Anzuhörende sagte, wo Kindergärten die Mittel zur Verfügung haben, sprachliche Bildung in der gesamten Zeit anzubieten, lehren sich auch die Vorlaufkurse. Und ich denke, drittens, Herr Kollege Schwarz, man sollte diesen Gesetzentwurf daher als das betiteln, was er ist. Als das betiteln, was er ist. Er bietet die Möglichkeit der Sanktion. Wenn Eltern sich aus welchen Gründen auch immer verweigern, ihre Kinder in die Vorlaufkurse zu schicken, eine qualitative Verbesserung der Sprachförderung erfahren wir dadurch aber nicht. Wir haben im Ausschuss die Landesregierung gefragt, warum diese Eltern ihre Kinder nicht in die Vorlaufkurse schicken. Es liegt ja nahe, dass das nicht einfach ihnen egal ist. Sind also diese Vorlaufkurse praktikabel organisiert? Haben berufstätige Eltern möglicherweise Schwierigkeiten, ihre Kinder zweimal in der Woche zur Schule und anschließend wieder in die Kita zu bringen? Gibt es Vorbehalte seitens der Eltern? Gab es Verständigungsschwierigkeiten? All das sind scheinbar Fragestellungen, die bislang nicht erhoben wurden, denen nicht nachgegangen wurde. Und das ist mehr als schade. Nun soll es eine Pflicht geben. Das hilft aber nicht dabei, die Vorbehalte der Eltern aufzulösen. Hätte man die Gründe für das Fernbleiben der Kinder erhoben, so könnte man individuell auf diese Vorbehalte eingehen. Und im Ergebnis würde man insbesondere diesen Kindern helfen. Das, meine Damen und Herren, waren drei Punkte, ein kleiner Auszug der Kritik, die die Anzuhörenden geäußert haben. Im Ausschuss wurde auf diese Kritik erwidert, wir würden geradezu alle so tun, als wären die Vorlaufkurse eine neue Einrichtung. Nein, das ist nicht so. Die Vorlaufkurse sind notwendig, weil es Kinder gibt, die bei der Schulanmeldung sprachliche Defizite aufweisen. Und klar ist auch, diese Kinder brauchen sprachliche Förderung. Es sollte aber auch breiter Konsens hier sein, dass es ideal wäre, wenn die Kinder schon in der Kindertagesstätte mit ausreichenden Sprachkenntnissen versorgt werden würden. Dafür braucht es aber unter anderem ausreichende Erzieherinnen und Erzieher, ein flächendeckendes Sprachscreening, eine bessere Zusammenarbeit der Kindertagesstätten mit den Schulen. Und das mag jetzt vielleicht sehr trivial klingen,
wir brauchen dringend ausreichend Kindertagesstättenplätze. So trivial, wie das klingt. Summa summarum, der vorliegende Gesetzentwurf ist ein kleiner Schritt auf dem Weg hin zu mehr Förderung im Zusammenhang mit der Bildungssprache Deutsch. Er dreht an einer kleinen Stellschraube. Die Verbesserungen, die er vorsieht, sind leider nur rein quantitativer Art. Eine qualitative Verbesserung der Sprachförderung sieht dieser Gesetzentwurf nicht vor. Meine Damen und Herren, die Anzuhörenden haben zahlreiche Vorschläge geboten, wie die Sprachförderung in den Kindertagesstätten und in den Schulen wirklich verbessert werden könnte. Nehmen Sie deren Meinung doch ernst. Wir Freien Demokraten tun dies und haben das mit unserem dringlichen Antrag zu dem Gesetzentwurf noch einmal unterstrichen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Promny. Nächste Rednerin ist die Abg. Anders für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir beraten heute in zweiter Lesung einen weiteren Baustein, um die Bildungssprache Deutsch an unseren hessischen Schulen auszubauen. Und wir machen deutlich, dass wir allen Kindern beste Startchancen ins Schulleben geben wollen, egal welcher Herkunft. Denn wir wissen, in den Vorlaufkursen sind deutsche Kinder wie auch Kinder mit Migrationshintergrund. Es ist nämlich unabhängig von der Muttersprache, dass wir allen hessischen Kindern beste Chancen ins Schulleben geben wollen. Der Start in die Schule ist ein großer Bruch für viele Kinder. Es ist ein Wechsel, der begleitet werden muss. Und wir erleben es eben, das wissen wir aus der Praxis, dass trotz der vielen Sprachscreenings, die wir in hessischen Kitas verbindlich überall auch haben, KISS nennt sich das Programm, finden Sie überall, dass trotz der Alltagssprachförderung in den Kitas, dass trotz musikalischer Früherziehung, dass trotz des vielen Singens, Reimens und den anderen vielen Programmen, auch das Würzburger Programm zur phonologischen Bewusstheit, ist ja kein Sprachförderprogramm, sondern ein Programm zur phonologischen Bewusstheit, das ist ein kleiner Unterschied, dass trotz dieser Programme Kinder in die Schule kommen, ohne ausreichenden Wortschatz, ohne ausreichenden Deutschkenntnissen. Und diese Kinder wollen wir nicht zurücklassen. Wir wollen sie nicht zurückstellen vom Schulbesuch. Wir wollen keine Separation in der Grundschule, sondern früh genug präventiv handeln. Und das tun wir jetzt genau für die Kinder, die eben bisher aus diesem Raster rausfallen. 95% besuchen die Vorlaufkurse. Für 95% der Kinder ist das Angebot gut erreichbar. Für 95% der Kinder ist das Programm gut organisiert. Und es sind eben 5%, die wir jetzt noch erreichen wollen. Und der Herr Minister hat es schon im Ausschuss gesagt. Ich glaube nicht, dass die 5%, die sich gerade weigern, diese Kurse zu besuchen, dass sie die dazu kriegen, einen Fragebogen auszufüllen, in dem sie sagen, warum sie an dem Kurs nicht teilnehmen können. Und wenn sie dann in die Praxis, gehen, genau, dann kann man die Leute fragen. Und dann erleben sie, dass das z.B. Familien sind, die viel Zeit in ihren Herkunftsländern verbringen und die Kindergartenzeit dafür nutzen, eben noch nicht regelmäßig in Deutschland zu sein. Und deswegen, ja, und jetzt zwingen wir Sie, an diesem Kurs teilzunehmen, weil wir eben wollen, dass Sie gut in die Grundschule starten. Applaus
Herr Promny, Sie haben eben gesagt, die Kinder brauchen ja erst einmal einen Kita-Platz. 95% der hessischen Kinder haben einen Kita-Platz. Also ob zum Beispiel, ob mit dieser Zahl vielleicht auch dieselbe Zahl an fehlenden Kindern dann gemeint sein könnte, könnte vielleicht eine Möglichkeit sein. Und dann ist es ja erst recht eine Chance, den Kindern, die keinen Kita-Platz haben, wenigstens ein Angebot im Vorlaufkurs zu geben. Und wo ich gerade bei Ihnen bin, Herr Promny, Sie haben ja gerade eine Generalabrechnung mit den Vorlaufkursen an sich gemacht. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend, weil ich wirklich gerne daran erinnere, wer die Vorlaufkurse eingeführt hat. Es war eine schwarz-gelbe Regierung. Ich glaube, es war eine FDP-Kultusministerin, die auf die Wichtigkeit dieser vorschulischen Bildung aufmerksam gemacht hat, die die Stellen dafür geschaffen hat. Und wir sind froh, dass wir das jetzt verbindlich machen, weil wir uns verbindlich verpflichten, diese Kurse ausreichend auszustatten und sie überall, ob nun genügend Kinder zusammenkommen oder nicht, diese Zahl an Lehrkräften auch zur Verfügung zu stellen. Wir haben ja von Herrn Schwarz gehört, dass die Ergebnisse ganz beachtlich sind, dank der freiwilligen Vorlaufkurse. Da waren wir Vorreiter in Deutschland, das ist auch gut so. Aber mit der Verpflichtung sind wir überhaupt nicht Vorreiter, sondern das haben andere Bundesländer auch schon gemacht. Und siehe da, das sind auch Bundesländer mit linker Beteiligung, mit SPD-Beteiligung. Das ist Hamburg, das ist Berlin, das ist Niedersachsen, das ist Brandenburg. All die machen das bereits sehr, sehr erfolgreich, weil sie eben erkannt haben, dass allein nur das Angebot nicht ausreicht, sondern dass man es verpflichtend machen muss, wenn man alle Kinder auch wirklich tatsächlich erreichen will. Und ich komme auch gerne noch einmal auf Ihren Antrag, den wir ja jetzt hier auch noch mitverhandeln, zurück, weil das ist schon sehr, sehr spannend. In Punkt 6 fordern Sie im letzten Satz, der Landtag fordert die Landesregierung auf, nicht nur Mittel für eine Verpflichtung der Vorlaufkurse bereitzustellen, sondern auch die für die Sprachförderung vorgesehenen Ressourcen in den Kitas zu erhöhen. Das beginnt mit einer ausreichenden Fachkräfteversorgung. Und jetzt muss ich sagen, wir haben gerade im HKJGB haben Sie abgelehnt, den Fachkraft-Kind-Schlüssel erhöht. Und das Land kann nun tatsächlich nicht für die Fachkräfte in den Kitas sorgen, sondern das machen die Träger und Kommunen vor Ort. Das, was das Land machen kann, nämlich die Lehrerinnen und Lehrer für diese Kurse bereitstellen, das tut es jetzt. Und das ist, glaube ich, seiner Verantwortung auch nachkommen. Denn, wie gesagt, wir können nur Lehrerinnen und Lehrer einstellen vom Land. Erzieherinnen können wir nicht einstellen. Von daher ist es also wenig zielführend in Ihrem Antrag, den wir sicherlich ablehnen werden, weil er eben schlichtweg davor wegtäuscht, dass wir tatsächlich die Qualität haben wir ja mit der Änderung des HKJGBs erhöht, aber das, was wir machen können, nämlich Lehrerinnen und Lehrer einstellen, ist der richtige Weg. Erzieherinnen können wir leider nicht einstellen. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute Abend dieses Gesetz endlich auf den Weg bringen. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Anders. – Nächste Rednerin ist die Abg. Kohler für die Fraktion DIE LINKE. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Heute soll ein Gesetzentwurf der regierungstragenden Fraktionen verabschiedet werden, für den die Opposition eine Anhörung einfordern musste, weil die CDU und GRÜNE eine solche eben nicht für notwendig erachtet haben. Im Nachhinein muss man sagen, gut, dass wir zumindest auf einer schriftlichen Anhörung bestanden haben. Die Stellungnahmen fast aller Anzuhörenden haben das gezeigt. Die waren nämlich kritisch, wie die Vorrednerinnen das ja jetzt auch schon gesagt haben. Ob das der Personalrat war, die Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte oder eben Gemeinsam Leben Hessen, überall dort gab es substanzielle Kritik an dem Gesetzentwurf. Und da finde ich es schon bezeichnend, dass Herr Schwarz von der CDU-Fraktion dann im Ausschuss davon spricht, dass der Gesetzentwurf eben dem politischen Wille der regierungstragenden Fraktionen entspreche.
Damit bringt er nämlich zum Ausdruck, inhaltliche Argumente sind Ihnen eigentlich vollkommen egal. Es ist Ihr politischer Wille, und dann wird das so gemacht. Das halte ich aus einer parlamentarischen Perspektive für sehr problematisch. Aber es wirft vor allen Dingen eben ein schlechtes Licht auf Sie als regierungstragende Fraktion, und damit müssen Sie dann auch umgehen. Grüne und CDU wollen mit diesem Gesetzentwurf die bereits existierenden schulischen Vorlaufkurse für Kita-Kinder, die ein Jahr vor der Einschulung eben nicht die notwendigen Deutschkenntnisse mitbringen, verpflichtend machen. Das ganze Vorhaben ist dann eingebettet in die Kampagne des Kultusministeriums zur Förderung der Bildungssprache Deutsch. Bisher besuchen schon 95% der Kinder, bei denen im Rahmen des Schulaufnahmeverfahrens keine ausreichenden Deutschkenntnisse festgestellt wurden, eben diese Vorlaufkurse. Es geht jetzt also nur noch um die 5%, die das freiwillige Angebot noch nicht wahrnehmen. Und das sagen Sie ja selber, das sind ganze 692 Kinder. Und wenn man feststellt, dass nicht alle an einem freiwilligen Angebot teilnehmen, dann wäre es doch vielleicht erst einmal notwendig gewesen, dieses Angebot auch einmal zu evaluieren. Wie laufen diese Vorlaufkurse eigentlich? Warum nehmen denn diese fast 700 Kinder nicht daran teil? Was muss man an diesem Instrument vielleicht verändern? Möglicherweise nehmen diese 5% nicht an den Vorlaufkursen teil, weil ihre Eltern keine Möglichkeit haben, ihre Kinder vormittags aus der Kita abzuholen und in eine Schule zu fahren, um sie anschließend wieder in die Kita zu bringen. In welcher Form wird denn überhaupt für diese Vorlaufkurse geworben? Gibt es denn die entsprechenden Infomaterialien in den notwendigen Sprachen, die die Eltern vor Ort sprechen? Gibt es vielleicht in der Kita andere Angebote der Sprachförderung, sodass die Notwendigkeit, zusätzlich einen schulischen Vorlaufkurs zu besuchen, nicht gegeben ist? Mit all diesen Fragen der praktischen Umsetzung dieser Vorlaufkurse hätte man sich im Rahmen einer richtigen Evaluation auseinandersetzen müssen, bevor man ein Gesetz auf den Weg bringt. Stattdessen setzt man jetzt auf Zwang. Das ist, finde ich, auch sehr interessant, dass die Grünen hier auch wie auf so ein Zwangsinstrument, dass sie das gutheißen, ohne zu wissen, wo es wirklich klemmt. Und das haben die Anzuhörenden Ihnen auch wirklich um die Ohren gehauen. Und der Kultusminister musste ja im letzten KPA auch zugeben, dass er die Gründe dafür, dass diese 5% nicht am freiwilligen Angebot teilnehmen, nicht kennt. Das würde man ja dann sehen, wenn man die Teilnahme verpflichtend gemacht hat. Und das ist schon eine perfide Logik. Wir wissen nicht, welche Gründe es gibt, dass Eltern ihre Kinder nicht in die Vorlaufkurse schicken, aber wir sanktionieren sie jetzt mit Bußgeldern. Das kann doch wirklich nicht Ihr Ernst sein, meine Damen und Herren. Und ich fand das auch sehr interessant, was Frau Anders gerade gesagt hat. Ich habe sehr gut zugehört. Also scheinbar weiß sie da mehr als wir. Oder sie behauptet, etwas zu wissen, was wir nicht wissen. Also diese Behauptung, diese Vermutung, was eigentlich diese Eltern davon abhält, fand ich schon sehr, sehr interessant. Und ich würde mir da an Ihrer Stelle noch einmal genauer Gedanken darüber machen, ob das alles so in Ordnung ist, was Sie gerade gesagt haben. Die Anzuhörenden haben auch fachlich manches an der Umsetzung der Vorlaufkurse auszusetzen. Es war fast die einhellige Meinung, dass Sprachförderung im Sinne des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans am besten eben dann in der Kita aufgehoben ist. Die Vorlaufkurse in der Schule werden von vielen der Anzuhörenden eben nicht als die beste Möglichkeit der Sprachförderung gesehen. Stattdessen wünscht sich z. B. das Evangelische Büro Hessen bessere Arbeitsbedingungen und Fachkraft-Kind-Relation in den Kitas. Außerdem wurde oft darauf hingewiesen, dass in den vergangenen Jahren an einigen Stellen eben schon eine enge Kooperation zwischen Kitas und Grundschulen entstanden ist, die als Best-Practice-Beispiele gelten können und ausgeweitet werden müssen. In diesen Fällen findet nämlich ein Vorlaufkurs an der Kita selbst statt, und es gibt eine enge pädagogische Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen und Grundschullehrkräften. In diesen Fällen werden die Kurse dann eben auch besser von den Eltern angenommen. Also wäre doch auch hier ein Hebel, um das Angebot noch attraktiver zu machen. Insgesamt kann man festhalten, ja, Sprachförderung im Vorschulalter ist wichtig und kann ein Instrument für mehr Bildungsgerechtigkeit sein. Aber eine vorgelagerte Schulpflicht, maßgeblich für Kinder aus migrantischen Familien, wie ja gerade von Frau Anders auch noch einmal bestätigt wurde, ist eben kein geeignetes Instrument dafür. Im Gegenteil. Eine verpflichtende Teilselektion unter Androhung von Bußgeldern wird eben nicht dazu beitragen, dass die betroffenen Kinder bessere Bildungschancen haben. Im Gegenteil, es kann sich sogar negativ auf die Bildungsbiografie auswirken. Stattdessen braucht es in Hessen endlich ein fachliches Gesamtkonzept zur Sprachförderung, das auf Inklusion setzt und die Systeme Kita und Grundschule eng miteinander verzahnt.
Und dazu gibt es ja bereits ein Kooperationsprojekt mit der PH Heidelberg, das heißt Landkarte sprachlicher Bildung und Förderung in Hessen, welches noch bis 2023 läuft. In diesem Rahmen wird eine tiefgreifende Bestandsaufnahme durchgeführt und Bedingungen erarbeitet, unter denen gute Sprachförderung gelingen kann. Zumindest diese fachliche Expertise, die Sie selber beauftragt haben, gilt es doch abzuwarten, bevor man gesetzgeberisch aktiv wird. Ansonsten fragt man sich, warum gibt es dieses Kooperationsprojekt, warum werden dafür Steuergelder ausgegeben? Anstelle eines Alleingangs von Herrn Lorz hätte es also einer intensiven Evaluation und Zusammenarbeit mit dem Sozialministerium bedurft, um die vorschulische Sprachförderung wirklich zu verbessern. Ja, das ist schon schwierig, das stimmt. Dass jetzt für diese 692 Kinder noch 210 neue Lehrerstellen geschaffen werden sollen, das zeigt noch einmal, dass Sie für eigene Prestigeprojekte bereit sind, Mittel zur Verfügung zu stellen, die an anderer Stelle hart erkämpft werden müssen. Eine Schüler-Lehrer-Relation von 1:3. Welche utopische Zustände, wenn es der politische Wille der Landesregierung ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Kula. Für die Landesregierung spricht, ja, spricht Herr Staatsminister Prof. Lorz. Das ist bedenklich, wenn ich dich nett anschaue, dass dich das irritiert. Ja, Herr Präsident, jetzt drehe ich Ihnen den Rücken zu, das irritiert ihn dann nicht mehr. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Hessen, und das hat natürlich auch etwas mit seiner enormen Wirtschaftskraft und seiner zentralen Lage zu tun, ist seit Jahrzehnten von Zuwanderung stark betroffen. Das begann im Rahmen der Arbeitsmigration in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts mit den damals sogenannten Gastarbeitern, setzt sich fort mit den Spätaussiedlern in den 90er Jahren, der EU-Zuwanderung oder, ich nenne die Herausforderungen in Gestalt zahlreicher Geflüchteter durch den Jugoslawienkrieg in den 90er Jahren oder eben seit 2015. Die Folge davon ist, dass Hessens Bildungsverwaltung und vor allem unsere Schulen schon lange die Herausforderungen der langfristigen Integration einer insbesondere in sprachlicher Hinsicht veränderten und sehr heterogenen Schülerschaft bewältigen müssen. Und deswegen hat die Hessische Landesregierung in den letzten 20 Jahren die Deutschfördermaßnahmen kontinuierlich ausgebaut. Und die Vorlaufkurse, von denen wir heute hier reden, sind hierbei ein besonderes Erfolgsmodell. Das wird besonders dann deutlich, wenn man sich die Fakten zum Bildungserfolg der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund im Jahre 2000 vor Augen führt. Damals sprach man noch von den ausländischen Schülerinnen und Schülern. Und das sind Zahlen, die muss man sich immer mal wieder auf der Zunge zergehen lassen, weil sie eigentlich die viel härtere Währung sind im Wettstreit der Argumente als vieles, was hier vorgetragen worden ist. Also, im Jahr 2000. Vor Einführung der Vorlaufkurse waren 45% der Kinder, die damals bereits die erste Klasse wiederholen mussten, ausländischer Nationalität. Und 21,5% betrug die Schulabbrecherquote unter den ausländischen Schülerinnen und Schülern. Das war in den 80er und 90er Jahren in Hessen stets eine der höchsten in Deutschland, zum Teil sogar über 30%. Das, meine Damen und Herren, ist es, was die Landesregierung damals zwang zu handeln. Und so sind die flächendeckenden Vorlaufkurse als erster Baustein eines schulischen Gesamtsprachförderkonzepts im Jahr 2002/2003 entstanden und mittlerweile von über 150.000 Kindern besucht worden. Das heißt, wir verfügen über 18 Jahre umfangreiche Erfahrungen mit dieser Förderart. Und es ist schon gesagt worden, Hessen war damals das erste Land, das diese vorschulische Sprachförderung einführte, und alle anderen Bundesländer sind seither in ähnlicher Form dem hessischen Beispiel gefolgt. Das hat Gründe, meine Damen und Herren. Das hat Gründe. Und der Hauptgrund ist der, dass die Erfolge dieses Modells einfach unmittelbar sichtbar geworden sind. Im Schuljahr 2019/20 waren nur noch etwas mehr als 20% der Kinder, die die erste Klasse wiederholten, ausländischer Nationalität bzw. mit Migrationshintergrund. Das war weniger als die Hälfte der Zahlen des Jahres 2000. Und man muss hinzufügen, wir waren sogar schon einmal auf 13% runter, bis die vielen Seiteneinsteiger seit 2015 dazukamen. Das hat jetzt zwischenzeitlich die Quote wieder etwas nach oben getrieben. Aber wir haben bewiesen, dass die Vorlaufkurse ein Instrument sind, um diese Quote auch wieder nach unten zu führen. Und die Schulabbrecherquote der ausländischen Schülerinnen und Schüler
ist seit einigen Jahren die niedrigste in ganz Deutschland. Ich berufe mich auf den Bildungsmonitor 2020. Der definiert mit Hessen zum wiederholten Male den besten Platz aller Bundesländer, Schuljahr 2017-18 mit 10,3%. Und das, obwohl es in den 80er-90er Jahren, das ist ja der Vergleichsmaßstab, den ich vorhin verwendet habe, noch keine zentralen Abschlussprüfungen gab. Zusätzlich aus dem Bildungsmonitor 2020, ich nehme Zahlen von 2017-18, die Studienberechtigtenquote von ausländischen Schülern an allgemeinbildenden Schulen liegt auch mit 10,1% in Hessen höher als im Bundesdurchschnitt. Deutlich überdurchschnittlich ist mit 12,3% die Studienberechtigtenquote von ausländischen Jugendlichen an berufsbildenden Schulen. Da liegt der Bundesdurchschnitt bei 6,9%. Hessen weist hier wiederum den besten Wert aller Bundesländer auf. Meine Damen und Herren, der Erfolg bildungspolitischer Maßnahmen ist oft schwer zu messen. Und deswegen, wenn man sich diese Zahlen anschaut, dann darf ich feststellen, es hat kaum je eine schulpolitische Reform gegeben, deren Erfolg so unmittelbar und so unbestreitbar sichtbar geworden ist wie im Fall der Vorlaufkurse. Und das war und ist einer der besten Beiträge zur Schaffung von Bildungsgerechtigkeit, die man sich vorstellen kann. Meine Damen und Herren, die Vorlaufkurse finden ganz bewusst in Verantwortung der Grundschule im Jahr vor der Einschulung statt. Sie werden je nach den örtlichen Gegebenheiten zu zwei Dritteln in den Schulen und zu einem Drittel in den Kindertagesstätten durchgeführt. Es muss auch weiterhin so sein, dass meine feste Überzeugung, dass vor Ort entschieden wird, wo der Vorlaufkurs räumlich und zeitlich angebunden ist, ob in der Schule oder in der Kita. Schule ist für Kinder und Eltern oft ein besonders attraktiver Ort. Vorteile für den künftigen Schulbesuch gibt es hier genug. Man kann vertraut werden mit dem Ort Schule und mit den Lehrkräften. Man lernt bereits gewisse Abläufe auch über die Sprache hinaus. Eventuelle Berührungsängste von zugewanderten Eltern werden reduziert und vieles mehr. Und deswegen, liebe Frau Kollegin Strube, halten wir auch nichts von einer Festlegung dieses Instruments auf die Kita. Die kann in der Kita stattfinden, aber es ist wichtig, dass die Schule mit dabei ist. Und unbestritten ist, dass die Zusammenarbeit zwischen Kindertagesstätten und Schule, ganz übrigens im Sinne des Bildungs- und Erziehungsplans, von dem wir heute schon in der Fragestunde gesprochen haben, in allen Bereichen zu stärken ist. Und deswegen sind z.B. gemeinsame Sprachförderkonzepte wie Deutsch für den Schulstart, die in Kita und Schule gemeinsam umgesetzt werden, auch von besonderer Bedeutung. Ja, das tun Sie auch teilweise. Aber das muss ich doch nicht als einziges Modell festlegen. Das ist okay, wenn sich das vor Ort anbietet, dass die Lehrer in die Kita gehen, bin ich damit absolut einverstanden. Aber wenn es sich vor Ort anbietet, dass wir die Schule schon als Lernort nutzen, warum sollen wir das denn untersagen? Warum wollen wir denn dagegen sein? Okay. Im Vorlaufkursdurchgang 2018-19 waren wie ähnlich in den Vorjahren nahezu 97% der Kinder in sprachlicher Hinsicht erfolgreich. Das ist eine sehr erfreuliche Leistung, übrigens auch unserer qualifizierten Lehrkräfte, bei denen ich mich deswegen für ihr außerordentliches Engagement ausdrücklich bedanken möchte. Und es gab im letzten Vorlaufkursdurchgang 2019-20 mit 12.807 Kindern wieder einen neuen Rekord. Das bedeutet, meine Damen und Herren, annähernd 13.000 Kindern gelingt es aktuell, mit einer guten Kooperation aller Beteiligten vor Ort Vorlaufkurse zu besuchen. Ich sehe nicht, warum das mit den hessenweit ca. 700 Kindern, die bislang trotz Empfehlung noch keinen Vorlaufkurs besuchen, anders laufen soll. Wenn es da in Einzelfällen wirklich Probleme geben sollte, dann wird man da auch Hilfestellung leisten. Aber es ist doch alles kein Hexenwerk, meine Damen und Herren. Und man muss doch erst einmal an die Eltern herankommen. Das ist doch der Punkt. Und dabei hilft uns diese Pflicht. Und wenn es dann triftige Gründe gibt, warum sie nicht daran teilnehmen können, dann wird man das genauso behandeln können, wie man das auch sonst mit der Schulpflicht verfährt. Auch das ist doch alles nichts Neues. Ob man jetzt ein Jahr früher bereits eine Pflicht zum Besuch hat oder ein Jahr später, was ändert das denn an dem Grundsatz? Und ich hoffe, zum Grundsatz der Schulpflicht werden sich hier doch weiterhin alle bekennen. Meine Damen und Herren, ich habe als Schwerpunktthema der hessischen Präsidentschaft der Kultusministerkonferenz die Stärkung der Bildungssprache Deutsch gewählt, weil deren Beherrschung, und darauf komme ich noch einmal zurück, für alle Schülerinnen und Schüler die Grundlage für die Verwirklichung von Chancengerechtigkeit ist. Ich habe nie behauptet, dass damit allein die Chancengerechtigkeit bereits verwirklicht wäre. Deswegen verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, wenn die Opposition für ihre Ablehnung im Wesentlichen darauf abhebt, es müsse noch mehr gemacht werden. Da können wir ja darüber reden. Aber ob jetzt mehr gemacht werden muss oder sollte oder kann oder nicht, deswegen muss ich doch eine isoliert als sinnvoll betrachtete Maßnahme nicht zurückstellen oder mich derer verweigern. Das, meine Damen und Herren, verstehe ich nicht.
Und darum geht es. Wir wollen mit diesem Gesetzesvorhaben zur Verpflichtung der Vorlaufkurskinder diese wenigen, aber es sind eben trotzdem 700 Kinder, die das Angebot trotz Empfehlung nicht wahrnehmen, ebenfalls erreichen und wollen präventiv verhindern, dass sie nicht eingeschult werden können oder zurückgestellt werden müssen, nur aufgrund von mangelnden Sprachkenntnissen. Und im Übrigen, wenn alle Kinder von Anfang an in der Schule erfolgreich mitreden können, profitieren auch alle in der Klassengemeinschaft. Und auf eines will ich noch hinweisen. In dem verpflichtenden Charakter der Vorlaufkurse verbinden wir, ja, die Schaffung von 210 zusätzlichen Stellen und übrigens auch eine Intensivierung unserer Fortbildungsmaßnahmen. Für einen transparenten Stellenzuweisungsschlüssel werden wir die bereits zu Beginn des Jahres eingerichtete Arbeitsgruppe aus fachlicher Sicht beteiligen. Die Stellenzuweisung war gerade durch den bislang freiwilligen Charakter des Vorlaufkursbesuchs in unseren Regionen unterschiedlich. Auch das werden wir mit der Gesetzesänderung anpassen, und es bedeutet einen erhöhten Stellenanteil. Deswegen, meine Damen und Herren, geht auch der hier vorgelegte Antrag der Freien Demokraten ins Leere. Wir reden nicht nur von Sanktionen. Wir nehmen sehr wohl auch weitere Verbesserungen vor und bringen unser ohnedies schon herausragendes Gesamtsprachförderkonzept damit auf ein neues Level. Meine Damen und Herren, ich will mit einer ganz aktuellen Bestätigung schließen, die diese Umsetzung unserer bildungspolitischen Grundüberzeugung gerade auch auf europäischer Ebene erfahren hat. Gestern, am 28. September, beging die Europäische Union den European Day of Languages 2020, also den Europäischen Tag der Sprachen. Und übereinstimmend wurde hier festgestellt, dass Bildung mit Sprache beginnt. In der Lingua Franca der Europäischen Union, Education begins with language. Und unter dieser Überschrift wurde neben der von uns initiierten Empfehlung der Kultusministerkonferenz jetzt eine Empfehlung auch auf Unionsebene verabschiedet, die unseren Kurs insgesamt unterstützt. Diese Ermöglichung von Bildung und damit von Chancengerechtigkeit, die wollen wir für alle unsere Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrer Herkunft mit diesem Gesetzesantrag erreichen. Dafür bitte ich Sie um Ihre Unterstützung, meine Damen und Herren, und bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Damit sind wir am Ende der Beratungen der zweiten Lesung. Wir rufen das dann wieder auf bei den Abstimmungen.